Taxi? Taxi? Shiva, Taxi? 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 Shiva? Taxi? Komm, Hand. Hand. Taxi. Ja, in der Box ist jetzt Shabu drinne. Die ist eigentlich immer schwieriger, aber jetzt war die zuerst drinne gewesen. Und wie das so ist, wenn man am Filmen ist, ja, dann ist alles immer irgendwie anders. Ja, jedenfalls, es geht problemlos, ihr seht es. Und ich mache hier auch die Tür hin und wieder mal auf, zu, damit das eben halt für die normal ist und nicht, dass die das irgendwie als Gefängnis empfinden oder so. Deswegen, damit die immer merken, ach, die Tür, die geht ja wieder auf. Ja, und deswegen mache ich das. So, jetzt schmeiße ich noch mal ein Leckerchen, Pinienkerne, meine große, meine hundertprozentige Sicherheit, dass sie das fressen. Schmeiße ich ganz nach hinten, damit ich einfach mehr Zeit gewinne, dass Shiva vorne reingehen kann. Und ja, jetzt ist mir das Handy aus der Hand gefallen, aber ihr könnt euch vorstellen, auch Shiva ist reingegangen. Das funktioniert normalerweise eigentlich noch viel besser, aber Fritz hat diesmal die Box falsch rum hingestellt. Also da ist normalerweise der Futternapf, den ihr jetzt hinten in dunkelgrün seht, der ist vorne und da geht er erst drauf und von da aus geht er rein oder ich mache dann einfach die Türe zu. Jedenfalls ist das echt problemlos. Und so sind die eben halt morgens immer eine Stunde mit den anderen bei mir im Schlafzimmer. Dann packen wir die in die Box und dann gehen die hier in die Foyere draußen. Und ihr seht, da ist also kein panikartiges Verlassen, wenn das Türchen auf ist, sondern die sind tiefenentspannt, gucken sich alles an, obwohl sie ja jeden Tag da drinnen sind. Also die kennen das sehr gut. Aber ja, da haben sie halt einen schönen Tagesaufenthalt. Da können sie sich gut drinnen bewegen. Ganze 7x5. Ja, das ist schon groß genug für die. Und wer jetzt denkt, oh, der Boden, der muss aber auch mal sauber gemacht werden. Nein, das machen wir nicht. Also wir machen den maximal, also zweimal im Jahr sauber. Und ansonsten wächst überall schön Unkraut rein. Wir tun immer große Äste unten reinlegen, damit die richtig was zu suchen haben. Und da haben die auch richtig schön was zu tun. Können überall picken, mal dran ziehen, sich irgendwo runtersetzen, kauen. Ja, und das macht den Spaß. Und Fritz hat Spaß mit seinem Wauwi. Ja, und der Wauwi hat Spaß Auto. Auf meinem E-Mobil. Olli. Der schläft da. Schöner Platz. Und da sitzt Fritz. Ich war heute und die erste Stunde die draußen gewesen. Und da haben wir sofort mehr. Eine Bank gefunden, an die wir gar nicht mehr gedacht haben. Die haben wir eben zusammengebaut. Wie sieht die aus? Die kann man gut kaputt machen, ne? Ich warne dich, Fräulein. Wehe. Die passt aber schön da drauf. Willst du mal sitzen bleiben im Sommer? Papageien und kaputt gehört irgendwie zusammen. Mal sehen, wie lange die Bank überlebt. Und da schleicht Carlos. Sind schon alle drin, ne? Carlos ist noch auf der Suche nach irgendetwas kaputt zu machen. Carlos, was finden wir denn da so? Naja. Eigentlich wäre genug da. Wir haben ja jetzt, beziehungsweise Fritz hat den Carport aufgeräumt, also ist er lange nicht fertig, aber in den letzten Zügen eigentlich, wenn man sich bedenkt, dass das bis oben hin alles voll stand. Und hier ist Kalita, die hat die Bank mal in Ruhe gelassen, die ist jetzt zu dem Käfig rüber gewechselt und da hängen überall noch Ketten drin. Das macht auch besonderen Spaß. Ja, mal aufräumen da, ne? Bist du ein Kettenvogel? Ein Kettenvogel? Und jetzt kommen noch ein paar schöne Bilder von Carlos in der Abendsonne. Ich fand's wunderschön, wie das Licht drauf fällt. Also die Farben sind schon phänomenal von den großen Soldaten. Und jetzt geht's ab ins Haus. Gute Nacht, bis morgen.